Also erste Halbzeit, glaube ich, haben wir sehr schlecht gespielt. Wobei wir da eigentlich alles das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umgesetzt haben. Zweite Halbzeit haben wir gar nicht so viel geändert. Wir haben in der Halbzeit nur appelliert, ein bisschen aggressiver und kontrollierter ins Pressing zu gehen. Und das haben wir gemacht und dann gewinnst du die Zweikämpfe und im Endeffekt spielst du dann auch relativ gut dann auch die Konter aus. Och, das Spiel war, glaube ich, interessantes Freundschaftsspiel, Vorbereitungsspiel. Wir probieren, wir sind auf die Suche nach die beste Elf, welche 14.8. Gegen Viktoria Buchholz auf dem Platz steht. Ich bin leider nicht da diese Zeit, ich bin in Urlaub. Da macht mein sportlicher Kollege, der Walter Dietz, dieses Spiel. Deswegen muss ich nach bestem Wissen und Gewissen mit ihm zusammen diese Mannschaftsaufstellung auf den 14., welche auf den Platz kommt, vorbereiten. Und dieses Spiel, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, zwei Gesichter. Deswegen, in der zweiten Halbzeit kamen 5 Auswechslungsspieler, welche waren in Urlaub, verletzt, von allen 18-, 19-Jährigen. Und das kostet schon Qualität. Die Qualität muss man sich zuerst erarbeiten, die sind auch neu bei uns. Und das geht nicht von heute auf morgen. Wir arbeiten mit jungen Spielern. Und jeder Freundschaftsspiel ist für uns eine eineinhalb Stunde, wo die Spieler seine Erfahrungen sammeln. Und heute sind die Zugänge in zweiter Halbzeit. Aber glaube ich, 90 Minuten hat sich von unserer Seite sehen lassen. Wir sind der Favorit nicht wie Aufstieg. Wir wollen uns weiterentwickeln und irgendwie ein, zwei Jahre eine vernünftige Landesliga-Mannschaft zu haben. Ja, wir sind so nach und nach finden wir jetzt erstmal eine Mannschaft. Also wir haben vor, ich sag mal, vor 3 Wochen oder vor 2,5 Wochen haben wir mit 10 Leuten angefangen. Und jetzt sind so in den letzten 1-2 Wochen hat sich dann unser Kader erstmal gefüllt. Sicherlich ist mir bewusst, dass wir da so ein bisschen hinten dran hängen. Wir sind also da von der Trainingsarbeit sicherlich noch so ein bisschen hinten dran, weil halt eben der Kader erst so spät voll geworden ist. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir jetzt von Woche zu Woche dann auch unsere Formation finden. Und dann wollen wir mal sehen, wie weit wir dann in die Saison kommen. Ich würde arrogant sein, da sage ich, okay, außer uns kann keiner aufsteigen, aber wir sind, glaube ich, gut bedient. Wir werden diesen Platz haben wie vorgangene Saison. Die zweite Halbzeit, da haben wir sicherlich schon das ein oder andere umgesetzt, was wir uns vorgestellt haben. Ob man im Endeffekt, ich sag mal, zu sagen, wir müssen jetzt Meister werden, da sind ganz viele gute Mannschaften in der Liga, viele spielstarke Mannschaften, viele kampfstarke Mannschaften. Ich glaube, wir sind noch niemals Favorit. Und ich kann mit dem Druck eigentlich auch ganz gut umgehen. Und in 2 Jahren können wir weiter gucken, wie das alles andere sich hier entwickelt, das Wirtschaftliche, dass wir sind auf, glaube ich, guten Weg.